ist aus der Epoch Times, also epochtimes.de. ISIS, ein komplett erfundener Feind der USA. Ich lese einfach mal vor. Der frühere CIA-Auftragnehmer Stephen Kelly sagte in einem Interview, dass die Terrorgruppe ISIS ein zur Gänze von den Vereinigten Staaten erschaffenes Feindbild sei. Das sind völlig kreierte Feinde, sagt Kelly. Die Finanzierung kommt völlig aus den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten. Die Behauptung, dass dieser Feind in Syrien oder dem Irak angegriffen werden muss, ist eine Farce. Es ist offensichtlich, dass wir diese Feinde erschaffen haben und kontrollieren. Und jetzt ist es bequem für uns, diese Gruppe als legitimen Gegner anzugreifen. Wenn man zur Wurzel des ISIS-Problems kommen und die Organisation entfernen möchte, dann ist das Erste, was man tun muss, die Finanzierung zu stoppen und sich um diejenigen zu kümmern, die diese Gruppe ins Leben gerufen haben, fügt Kelly hinzu. Der amerikanische Präsident Barack Obama würde eigentlich die Zustimmung vom Kongress benötigen, um seine militärischen Luftangriffe gegenüber ISIS im Irak und dem benachbarten Syrien auszubauen. Das Pentagon hat schon mindestens 100 Luftangriffe auf ISIS-Stützpunkte im Nordirak durchgeführt. Obama wurde zu Beginn des Monats dazu autorisiert, Gewalt gegen die Terrorgruppe einzusetzen. Das Weiße Haus besteht jedoch darauf, dass es in diesem Falle keine ausdrückliche Zustimmung vom Kongress benötigen würde, weil, wie es heißt, es darum ginge, amerikanisches Personal und die amerikanischen Interessen in den arabischen Ländern zu schützen. Also aus der epochtimes.de. 1:1.